Hallo und herzlich willkommen bei Elektrologisch, deinem Kanal rund um die Elektromobilität. Wir haben unseren VEI D4 GTX nun etwas mehr als 5 Monate und ziehen wieder mal ein Fazit darüber. Viel Spaß beim Video, vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren und folg uns auf den sozialen Medien. Ja, ihr seht's, wir stehen an der Ladesäule, wir laden an einer öffentlichen Ladestation und das gratis. Hier schon der erste Punkt, den ich nochmals erwähnen möchte. Elektromobilität macht wirklich Spaß. Einerseits gibt es gratis Ladesäulen in der Öffentlichkeit oder in der Tiefgarage, wo man dann die Parkgebühr refinanzieren kann. Und andererseits ist das auch gerade das erste Thema, über das wir sprechen möchten. Ja, das Laden, das macht wesentlich mehr Spaß als das Tanken früher. Früher mussten wir oft an die Tankstelle Benzin nachschütten. Das stinkt, ist nicht gut für die Umwelt und der Tankvorgang im Winter oder bei Regenwetter macht auch wirklich keinen Spaß. Wenn man Glück hat, muss man die Karte dann durchziehen oder in den Shop reingehen und das Ganze bezahlen. Bei der Elektromobilität macht das wesentlich mehr Spaß. Wir gehen nämlich gar nicht mehr an die Tanksäule. Das Einzige, was wir machen, ist, wenn wir irgendwo hingehen, ins Einkaufscenter oder sonst wohin, schauen wir, ob es eine Gratis-Ladestation gibt. Und an dieser Ladestation laden wir dann. Hier, wo wir aktuell sind, ist es einfach gratis zum Hinstehen. Bei anderen Gelegenheiten gehen wir einkaufen und stecken das Auto dann an. Während dem Einkauf lädt das Auto ein paar Kilowatt nach und den Rest, den erledigt dann die Wallbox zu Hause. Wenn wir das Auto zu Hause abstellen, haben wir am Anfang eigentlich immer eingesteckt, weil wir wirklich keine Erfahrung hatten, wie lange reicht es, wie viel muss man überhaupt laden, muss man das Auto immer auf 80% haben und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit stecken wir das Auto so ein-, zweimal in der Woche an, hauptsächlich eigentlich vor dem Wochenende, wo längere Fahrten vor uns sind, laden wir das Auto auf die empfohlenen 80% und fahren dann los. An der Destination, wo wir dann sind, müssen wir nicht laden, weil wir nicht so große Strecken machen. Hier auch nochmal der Hinweis, wir sind in der Schweiz, wir machen kürzere Strecken, wir fahren nicht auf der Autobahn mit 160 oder 180, das ist das Maximaltempo vom VEI D4 GTX, die 180. Bei den anderen IDs ist es 160 ID4s. Und drum ist der Verbrauch bei uns eigentlich auch weniger, als es bei den deutschen Kollegen ist oder weniger als bei jemandem, der eigentlich ständig auf der Autobahn fährt. Wie gesagt, vor dem Wochenende laden wir auf 80%. Unter der Woche, wenn wir längere Fahrten machen, kann es auch sein, dass wir nachladen. Wobei es wirklich überall, wo wir sind, irgendwo eine Möglichkeit zum Laden gibt, zum Gratisladen jetzt in unserem Fall. Und das ist mega praktisch. Wir vermissen die Tankstelle nicht und sind dankbar, dass wir zu Hause die Tankstelle haben, wo wir den Strom nach Bedarf und auch im Niedertarif nachladen können. Der zweite Punkt, die Optik hier, die Innenraumoptik, das ist Geschmackssache. Uns gefällt das Auto weiterhin. Auch das blaue Leder hier auf dem Armaturenbrett und auf der Seitentüre, das gefällt uns weiterhin. Und auch außen sind wir ganz zufrieden, immer noch mit der Farbe. Sie ist pflegeleicht, wir haben ja eine Keramikversiegelung drauf auf dem Fahrzeug und das ist super einfach zum Reinigen. Wir gehen an die Waschanlage, ein bisschen Aktivschaum drauf, paar Minuten einwirken lassen, dann mit Wasser und Osmosewasser nachspülen und das Auto ist weitgehend sauber. Die Keramikversiegelung, sowie die Scheibenversiegelung, die wir haben, das können wir wirklich jedem empfehlen nach dieser Zeit. Wir sind nicht oft bei der Waschanlage. Wir wohnen etwas abseits, wo es auch einen Feldweg dazwischen hat. Und da bringt es nichts, dass wir 3 Stunden das Auto polieren und dann nach Hause fahren und es ist wieder dreckig. Wir machen das so alle Woche oder alle 2 Wochen, je nachdem. Kommt auch aufs Wetter drauf an. Jetzt im Winter, wo natürlich teilweise gesalzen wird, spülen wir das Salz weg. Das machen wir teilweise ohne Waschvorgang. Einfach, dass das Fahrzeug respektive der Lack nicht angegriffen wird. Die Keramikversiegelung kann ich jedem empfehlen. Das ist wirklich sehr gut zu reinigen. Ich habe beim vorhergehenden Auto auch schon eine Lackversiegelung gehabt und das ist über die
Laufzeit, wo wir das hatten, wirklich gut. Der Lack sieht wesentlich länger, besser aus. Er glänzt, wenn man ihn richtig mit Mühe putzt, und das ist wirklich eine tolle Sache, die ich jedem empfehlen kann. Auch die Scheibenversiegelung ist praktisch. Es gibt viele Gelegenheiten, wo wir den Scheibenwischer gar nicht brauchen, weil das Wasser abperlt. Und auch dort ist die Reinigung ziemlich einfach. Die Software, da sind wir zufrieden damit. Seit dem Erhalt vor 5 Monaten haben wir 2 kleinere Updates bekommen. Wir haben das Fahrzeug bereits mit Werks 2.3 Software übernommen. Diese Software, die ist wesentlich besser als seine Vorgänger, und man liest von den Vorgängern ganz viel Schlechtes, aber auch von der 2.3 Software, die over the air kommt. Da soll es den einen oder anderen Bug geben. Wir sind summa summarum zufrieden. Was ich sehr schätze, ist, dass das Fahrzeug in den totalen Sleep Mode geht über Nacht oder wenn man es länger nicht benötigt. Das führt dazu, dass wenn man einsteigt und hier rumklickt, dass es teilweise bitte warten heißt. Das passiert dann nicht mehr, wenn die Software gestartet ist, oder nur in einem Eckpunkt, den man wirklich fast gar nie verwendet. Hier nochmal ein Shot vom Langzeitverbrauch. Wir sehen, wir haben da 8000, knapp 600 Kilometer hinter uns. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hier mit 43 Kilometer in der Stunde, und der Durchschnittsverbrauch über diese 208 Stunden ist jetzt 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist ganz passabel. Der Wert ist raufgegangen, seit es ein bisschen kühler ist draußen. Auf den Einzelfahrten sieht man, ob es Plus oder Minus war draußen von der Temperatur. Das spielt wirklich einen rechten Einfluss drauf. Im Fahrzeug selbst ist die Wärmepumpe verbaut. Ich glaube, dort gab es bisher noch keine Optimierungen, sondern meine Gutsprache respektive eine Gutschrift für die Wärmepumpe, weil sie noch nicht so viel leistet, wie sie soll. Da sind wir dann gespannt, wie sich die Winterverbräuche mit der Softwareversion 2.4 oder dann auch 3 entwickelt in diesem Jahr, und werden dann wieder darüber berichten. Die Software selbst, ihr seht es da, läuft gut. Ich gehe da mal rein, drücke das eine oder andere. Das kommt, wie es soll. Bei der Navigation habe ich mir angewöhnt, hier zu scrollen und nicht diesen da zu machen, weil teilweise geht man dann ins Menü rein, ohne dass man es will, oder es stockt. Wenn man hier drüber scrollt, funktioniert das wunderbar und auch flüssig. Und ich denke, die Hardware, die da im Fahrzeug verbaut ist, die würde grundsätzlich reichen. Aber wahrscheinlich ist diese Multitouch-Geschichte hier, wie sie wohl heißen wird, noch optimierungsfähig. Das werden wir in zukünftigen Updates dann sehen, wie sich das verändert. Ich mache es auf dieser Seite. Auch hier, wenn wir in die einzelnen Punkte gehen, das wechselt schnell, das wechselt gut, und so soll das Ganze auch sein. Abstürze, ein schwarzer Bildschirm, sei das nun auf dem 12 Zoll Display oder irgendwelche Ausfälle vom kleinen Display hinter dem Lenkrad, hatten wir genau null, wirklich keine. Das bitte warten, das kenne ich, wenn das Fahrzeug länger abgestellt ist, aber ansonsten kann ich der Software oder dem Auto nichts ab, dass irgendwas mal total abgestürzt ist. In Foren und im Internet liest man immer wieder in verschiedenen Konstellationen, dass das durchaus passieren kann. Die Ursache dessen weiß ich nicht. Einfach zum Sagen, nach 5 Monaten und eben diesen 8600 Kilometer kein einziger Freeze. Es ist nie stillgestanden, dass man das Fahrzeug in die Busruhe bringen soll, hätte müssen, oder sonstige größere Schnitzer. Vom Bedienkonzept selbst, wir benutzen die eingebaute Navigation weiterhin, auch die Sprachsteuerung. Wenn man sich da dran gewöhnt, wie das funktioniert und was man sagen muss, ist es okay. Das wird in Zukunft sicher noch etwas an die Google-Geschichte angepasst und auch wahrscheinlich da noch ein bisschen intuitiver für diejenigen, die sich daran stören. Hier noch
etwas zur 360-Grad-Ansicht. Ich habe das ja schon mal im Video gezeigt. Hier sieht man ums Fahrzeug um. Hier je nach eingelegter Fahrstufe die Front- oder Rückseite. Mit einem Tipp darauf wird der Screen vergrößert und man sieht wirklich ganz groß die Rundumsicht. Wenn man hier wieder zurück will, einfach hier reinklicken oder auch da, dann sieht man die Heckansicht oder die Frontansicht. Hier auf der Seite kann man das Ganze noch machen oder eben, wenn man da drauf tippt, ganz groß, auch mit den Parksensoren, die da was erkennen. Und so geht ihr wieder zurück. Das ist mega praktisch, wenn ihr es mal so nicht genug groß seht. Aber ihr seht hier von den Unterschieden her, die Steine sind nur ein wenig dunkler hier. Und das Display löst das wunderbar auf. Also das hilft euch beim Ein- und Ausparken massiv. Die Fahrleistungen, das Fahrwerk, das Licht, da sind wir von allem sehr begeistert. Die Fahrleistungen, das Auto hat mehr als genug Leistung für den Alltag. Wenn ihr Drag Racing machen wollt oder irgendwelche Rennen veranstalten wollt, ist das Auto vielleicht nicht das Richtige für euch. Da macht ihr keine 3,5 Sekunden auf 100, aber ganz ehrlich, wer braucht das im Alltag und oft? Kein Mensch, das kann man benutzen, um den Kollegen imponieren, aber das war es auch dann schon. Von der Leistung her, das zeige ich kurz, gibt es ja zwei Balken auf dem Display hinter dem Lenkrad. Der linke Teil ist in grün dargestellt und zeigt die Akkutemperatur an und die Fähigkeit des Fahrzeuges zu rekuperieren. Wenn der Balken nicht ganz bis links ist, heißt es, der Akku ist noch zu kalt, kann nicht voll rekuperieren. Und das macht sich bemerkbar, wenn ihr irgendwie den Berg herunterfährt, wobei ich jetzt eigentlich nicht mehr weder so 5 bis 10 mm gesehen habe in der Skala, wo der Akku nicht rekuperieren würde. Und auf den Strecken, denen ich unterwegs bin, hat das nie dazu geführt, dass der grüne Balken bis in das Maximum reingekommen ist. Auf der rechten Seite seht ihr die Fahrzeugleistung, die ist in blau dargestellt während der Fahrt. Hier jetzt im Stand nicht zu sehen, aber ich blende es nachher kurz ein. Das zeigt die maximale Leistung des Fahrzeuges. Auch das natürlich, wenn das Fahrzeug kalt ist, habt ihr da nicht von der ersten Sekunde an die volle Leistung. Und das zweite ist ja auch die Tatsache, dass die volle Leistung von diesen 299 PS beim VW ID.4 GTX ab 88% State of Charge liegen. Und darunter dann minimal weniger sind. Wie viel PS das sind, habe ich nicht gemessen, aber auch mit 60% oder 70% State of Charge hat das Auto mehr als genug Leistung. Ich zeige euch jetzt kurz das Infotainment-Display mit den entsprechenden Balken. Hier ist die Anzeige, von der ich vorher gesprochen habe. Auf der linken Seite, der linke Teil, ist der Akku. Hier ist normalerweise ein grüner Balken, wenn ihr rekuperiert, und diese graue Fläche, die da euch anzeigt, wie viel ihr rekuperieren könnt und wie warm der Akku ist. Auf der rechten Seite ist die Fahrzeugleistung. Hier seht ihr vielleicht im dümmsten Falle 5 mm weniger Leistung, wenn der State of Charge weniger als 88% ist. Es ist aber durchaus so, dass auch bei 40-50% noch mehr als genug Leistung vorhanden ist, aber ab 80% spürt ihr schon, dass da noch ein bisschen mehr geht. Im Alltag irrelevant, aber es ist gut zu wissen. Ja, hier nochmal zu zeigen, wir haben aktuell 81% von 80% State of Charge drin, und diese Balken, wie sie dann aussehen, zoom da kurz ran, ist so, auf der linken Seite gut zu sehen, der Akku ist warm, rekuperiert hier bis zum Maximum. Auf der rechten Seite bei 61% haben wir so viel Leistung. Ihr seht, das ist ein munzig kleiner Unterschied hier, weil wir sind doch relativ weit von diesen 88% State of Charge entfernt. Und diese 27%, die wir quasi zu wenig haben, die machen nur so einen kleinen Unterschied hier von der Leistung. Wenn ich hier aufs Gas drücke, dann kommt mehr als genug raus, und auch bei 40-50% geht der Strich da nur noch
marginal runter. Also das wird heißer diskutiert, wieder, als es ist. Die restlichen Fahrleistungen, das Fahrwerk des VEI, die 4 GTX mit DCC und dieser progressiven Lenkung, die wir haben, die ist wirklich sensationell und ungeschlagen. Sie ist das Beste, was ich je gefahren bin, und kann wirklich sagen, dass DCC diese Einstellungen zwischen Sport und Komfort, das merkt ihr massiv. Wenn ihr auf kurvigen Strecken unterwegs seid und dann auf Sport schaltet, merkt ihr, die Lenkung wird direkter, das Fahrzeug wird härter, ihr merkt mehr vom Untergrund und das ganze Verhalten verändert sich wirklich grundlegend. Die ganze Kurvenlage, alles, das ist wirklich, das sind Welten zum Komfort oder zum Individualmodus, den ihr dann noch weicher stellen könnt. Ich fahre normalerweise im Komfortmodus. Das reicht mir. Es ist komfortabel, mit der Familie unterwegs zu sein. So, wenn ich alleine unterwegs bin oder auf mal auf bergiger, kurviger Strecke, schalte ich auf Sport, dass man das Ganze ein bisschen direkter spürt. Die progressive Lenkung auch auf der Autobahn, Nebenstraße, da merkt man massive Unterschiede. Das führt oder das spürt sich eigentlich so an, dass wenn ihr langsam unterwegs seid, ist die Lenkung ziemlich leicht. Mit weniger Energie könnt ihr lenken. Und wenn die Geschwindigkeit höher wird, dann wird die Lenkung auch steifer. Und das führt natürlich zu einer Stabilisierung auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten. Und das ist wirklich super. Hier habt ihr es also mit DCC im Griff, wie viel Rückmeldung ihr haben möchtet auf der Fahrbahn. Ich würde das nicht mehr missen. Ich finde das wirklich der absolute Megahammer. Es ist ein großer Unterschied. Ich hätte das bei der Bestellung nicht erwartet, dass es wirklich so großer, eine so große Differenz ist. Und ich kann das jedem empfehlen, der Wert darauf legt, komfortabel unterwegs zu sein oder eben auch mal sportlich. Das Fahrzeug selbst verändert die Höhe nicht groß. Es ist einfach so, dass die Stoßdämpfer mit einer magnetischen Lösung härter und weicher gemacht werden. Und das ist im Fahrzeug wirklich sehr gut spürbar und auch im Fahrverhalten, wenn ihr das unterwegs umstellt. Aufrufen könnt ihr das Ganze über die Mode-Taste. Da drückt ihr drauf, habt dann den Eco-Modus, das spart Akku. Komfort, das ist das, was ich normalerweise fahre. Sport mit der direkten Fahrbahnrückmeldung. Traction, wo bis zu einer Geschwindigkeit oder bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und Dauer, dass der Allradantrieb immer aktiv ist. Und individual, da könnt ihr euch dann übers Menü einstellen, wie sich das verändern soll. Hier auch nochmal die einzelnen Einstellungen der einzelnen Modis, die ihr vorher gesehen habt. Bei Individual habe ich hier einfach das so eingestellt, dass er super, super weich ist. Und das ist gerade auf so Pflasterstein und anderem wirklich massiv spürbar. Das Traction, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, bis zu welcher Geschwindigkeit. Ich meinte 20 Stundenkilometer und die ersten paar Sekunden, wo er dann die maximale Allradnutzung hat. Das ist praktisch im Winter, wenn ihr irgendwo feststeckt oder ähnliches. Die Sitze selbst, da kann ich nur das wiederholen, was ich in den anderen Videos auch schon berichtet habe. Die sind der Hammer, die sind super komfortabel. Die Massagefunktion ist cool. Die Sitzeinstellungen mit diesen zwei Sitzprofilen, die wir auf Fahrer- und Beifahrerseite haben, ist äußerst praktisch, wenn mehrere Leute das Fahrzeug fahren. Die Lordosestütze, die elektronisch verstellbar ist auf beiden Seiten, die ist wirklich gut, kann man sich so einrichten, wie man das braucht. Jetzt im Winter, wo es kalt ist, sind die Sitze schnell warm mit der Sitzheizung. Und im September, wo wir das Auto abgeholt haben und es noch ein bisschen wärmer war, ist die Temperaturregelung dort auch ohne aktive Lüftung äußerst gut. Die Sitze selber, wie auch das Lenkrad von der Haptik her, kann ich auf kürzeren und längeren Strecken immer noch sehr empfehlen.
Wir haben ja noch die Anhängerkupplung, die sich elektronisch ausfahren lässt. Man drückt im Kofferraum einen Knopf und dann fährt die raus. Wir brauchen das für den Veloträger, den wir haben. Den kann man relativ easy aufheben und dann auf dieser Anhängerkupplung befestigen. Mit einem Klick nach unten ist er fest, drei Velos drauf. Und wenn man irgendwo anhalten muss, kann man mit einer Taste den Veloanhänger oder den Veloträger senken, um die Kofferraumklappe zu öffnen. Das funktioniert, wie man es erwartet. Und ich finde einfach an der Anhängerkupplung cool, dass man diese mit einer Taste ausfahren muss oder kann und dann nicht irgendwelche Teile aus einem Kofferraum nehmen muss, dann einschieben, arretieren, schauen, dass sie richtig halten. Taste drücken, ein Klick, dann hält sie. Taste drücken, sie löst sich, unter die den Stoßfänger schieben und die Übung ist abgeschlossen, ohne irgendwelche Teile, die man zusammensuchen muss. Ob es dann regnet oder schneit, spielt da wirklich keine Rolle. Ein Klick und das Zeug ist da. So muss es sein. Platzverhältnisse im ID4 GTX, die sind sehr, sehr großzügig, sowohl auf der Vorderbank wie auch auf der Rückbank. Kofferraum, das ist mehr als genug Platz im Alltag. Wenn man noch mehr Platz braucht, hat man ja auch eine Dachreling, wo eine Dachbox drauf kann. Aber das haben wir uns dagegen entschieden, respektive das haben wir noch nicht gekauft bis jetzt, weil wir es nicht gebraucht haben. Der Kofferraum auch mit Hund ist sehr groß und auf den Sitzen ist längs und quer mehr als genug Platz da. Ich empfehle euch, wenn ihr da euch unsicher seid, ein Fahrzeug Probe zu fahren beim Händler eures Vertrauens und da auch mal wirklich praktische Gegenstände reintun in den Kofferraum und schauen, wie viel Platz die brauchen. Aber da werdet ihr sehen, das ist mehr als genügend. Die Assistenzsysteme, da kann ich nichts Neues berichten, die funktionieren, wie sie sollen. Der Travel Assist ist ein Assistent, der sich nicht überall auskennt oder nicht jede Situation richtig beurteilt. Aber in den meisten Fällen und dort, wo es mir persönlich am wichtigsten ist, auf der Autobahn oder auf den Nebenstraßen mit höherer Geschwindigkeit, funktioniert das System wunderbar. Es werden auch Velos, Fußgänger erkannt, so wie es sein muss. Es wird abgebremst vor Kurven. Die Schildererkennung funktioniert wunderbar. Auch Baustellenschilder, die temporär aufgestellt werden, werden beachtet. Die Geschwindigkeit wird reduziert und dann wieder erhöht automatisch, ohne dass ich da eingreifen muss. Und das funktioniert wunderbar, wie es sein soll. Auch die, der Notbremsassistent mit der Fußgängererkennung. Da habe ich in der Nacht mal eine Situation gehabt, wo ich das gebraucht habe. Das ID Light, ein super Feature, hat mir dann mit einem roten Balken und einem Piepsen signalisiert, dass weiter vorne Fußgänger in der Straße stehen. Ich konnte bremsen, keine brenzlige Situation, sondern so, wie man sich das vorstellen. Auch der Einstieg ins Fahrzeug, ich habe den Schlüssel jeweils in der Tasche, in der Jackentasche oder Hosentasche, gehe ans Fahrzeug ran, drücke die Fahrer- oder Beifahrertüre, das Fahrzeug entriegelt sich. Ich hatte Situationen, wo es sehr, sehr kalt ist, wo diese Touch-Geste nicht gereicht hat, da musste ich beim Schlüssel kurz aufdrücken oder das Fahrzeug schließen. Aber in 90% oder 95% der Fälle hat das wunderbar funktioniert. Die Heckklappenöffnung hinten mit einem Kick, die funktioniert grundsätzlich. Ich brauche sie aber nicht oft. Meistens laufe ich da mit dem Schlüssel im Sack rum, drücke kurz auf die mittlere Taste und der Kofferraum öffnet sich wieder. Und schließen kann man das Ganze ja dann mit einem Tastendruck am Kofferraum selbst. Und dann ist die Übung da auch schon wieder abgeschlossen. Das IQ Light funktioniert, wie es soll. Es schaltet sich ein. In 99% der Fälle stimmt das. Es gibt so Nebelsituationen, wo ich das Licht automatisch besser eingestellt hätte. Aber da muss ich einfach manuell mit einem Druck auf die Autotaste das Licht manuell einschalten. Ansonsten bei Regen oder Dunkelheit schaltet das dann ein und aus, wenn es soll. Auch im Tunnel macht es das. Und ich muss mich da eigentlich nicht groß mit irgendwelchen Einstellungen rumpfkämpfen, sondern das funktioniert, wie es soll.
Die Tasten hier am Lenkrad, ich habe letztens ein Video gemacht, wo ich die Bedienung genauer erklärt habe, wie diese Touch-Elemente zu bedienen sind. Die funktionieren, wie sie sollen. Ich finde die praktisch. Man muss sich ein wenig daran gewöhnen, was ist und was geht und was nicht. Aber in der Zwischenzeit muss ich sagen, man hat die Möglichkeit, mit diesen Swipe-Gesten zu navigieren oder auch explizit darauf zu klicken, wenn man irgendetwas einstellen möchte. Ja, noch eine kleine Wunschliste. Was würde ich mir wünschen? Einerseits würde ich mir wünschen, dass in der VE-App noch ein bisschen mehr Features drin sind. Ich kann dort die Klimatisierung starten, das brauche ich. Ich kann dort Ladevorgänge überwachen. Und das sind eigentlich die zwei Hauptdinge, die ich in der App tue. Was ich mir wünschen würde, dass ich dort beispielsweise die Innenraumüberwachung prüfen, aktivieren, deaktivieren kann. Ich würde mir wünschen, dass ich das Fahrzeug entriegeln und verriegeln könnte. Ich würde mir wünschen, dass dort zu sehen ist, ob die Fenster geschlossen sind. Und was ich eigentlich letztens festgestellt habe, ich wäre ganz froh, wenn die Alarmanlage abgeht, dass ich dort eine Push-Benachrichtigung erhalte und dann auch noch im besten Falle mitgeteilt kriege, ob jemand die Scheibe eingeschlagen hat, ob die Innenraumüberwachung angeschlagen hat oder was der Grund der Alarmauslösung war. Ich hatte letztens den Fall, ich habe ja den AutoSense-Adapter, das ist ein ODB-Adapter drin, der überwacht mir die Fahrten oder der liefert mir eigentlich hauptsächlich die Fahrten, die ich tue, weil das im Fahrzeug ja nicht implementiert ist, das loggt keine Fahrten und den Ladezustand und die Ladung, die monitore ich mit Tronity. Und ich hatte letztes Mal das Problem, dass beim AutoSense Adapter irgendein Update faul war. Es hat ein Problem verursacht und jedes Mal, wenn ich das Fahrzeug abgeschlossen habe, ist ein paar Sekunden später die Alarmanlage ab. Ich habe dann nicht auf den ersten Blick den AutoSense-Adapter in Verdacht gehabt. Ich habe dann die Innenraumüberwachung deaktiviert und das Problem bestand weiter. Bin dann zum Händler gegangen. Der hat dann die ganzen Logs angeschaut und hat gesehen, dass der AutoSense ODB-Adapter das Fahrzeug aufgeweckt hat und das wurde dann als Trigger für die Alarmanlage genutzt. 2 Stunden später gab es ein Firmware-Update, nachdem ich mit AutoSense telefoniert hatte. Der AutoSense-Adapter wurde over the air auf den neuesten Stand gebracht. Die Alarmanlage ist seit dahin ruhig. Aber ich habe das natürlich nicht gerade mitgeschnitten. Die Alarmanlage ist losgegangen, als ich nicht gerade beim Fahrzeug war. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich die Warnblinker noch gesehen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das in der App drin ist. Das sind also die Hauptsachen, die ich mir von der App selbst wünschen würde. Ein bisschen mehr Features, ein bisschen mehr Überblick übers Auto. Ich persönlich wäre auch ganz froh, wenn ich dort die Innenraumtemperatur sehe. Ist für mich einfach etwas, das ich froh wäre zu sehen. Nicht nur eine Zieltemperatur von der Klima zu sehen, sondern auch wie kalt oder wie warm ist das Auto. Einfach zum Sehen im Winter, ob die Zieltemperatur erreicht wurde, ob ich einsteigen kann. Und dann später im Sommer, ob das Fahrzeug heruntergekühlt wurde, wenn ich es aus der Ferne gestartet habe. Der Startvorgang der Klimatisierungsvorgänge, das geht ja 30 Minuten, wenn niemand im Fahrzeug ist, also niemand auf dem Fahrersitz sitzt. Dort kann man aber mit einem Gewicht auf dem Fahrersitz, wie das die anderen schon gezeigt haben, den ganzen Vorgang austricksen. Da darf man aber, glaube ich, das Fahrzeug dann nicht abschließen. Aber das wäre cool, wenn das in der App drin wäre und eben ein bisschen mehr Informationen rund ums Fahrzeug. Das Öffnen und Schließen ist Gimmick, aber es wäre nett, wenn es implementiert ist. Ich habe das Handy, habe dort den VE-Account drauf. Und wenn natürlich solch kritische Features implementiert würden, wäre es dann auch wichtig, dass ich in der MyVolkswagen-App die App sperren könnte, wenn mir mein Handy geklaut wird. Nicht, dass jemand dann noch beim Auto ranlaufen kann und das öffnen kann. Dort ist natürlich noch Fingerprint oder Face ID in meinem Fall drauf. Aber ich möchte dann das Gerät explizit deaktivieren können. So quasi das Token revozieren, dass das Handy nicht mehr allzu viel Macht über das Auto hat. Das würde ich mir wünschen.
Vom Fahrzeug selbst gibt es natürlich auch den einen oder anderen Wunsch. Ich habe festgestellt, dass der Travel Assist mal besser, mal schlechter funktioniert. Und ich habe aber auch Situationen, wo ich ganz sicher bin, dass es am Anfang teilweise in Kurven zu eng war und der Travel Assist die Kurve nicht gekriegt hat. Und jetzt mittlerweile durchfährt er diese Kurve ohne sichtliches Update im GUI. Eigentlich sollten die Schwarmdaten ja erst mit Travel Assist 2.5 oder wie man das auch immer nennen will, reinkommen. Aber ich sehe bei meinem VEID4 in Teilsituationen Veränderungen des Travel Assists und auch des Verhaltens. Wenn ich da mit der Lenkung ein paar Mal eingreife, dann fährt der Travel Assist dann auch durch diese Kurven oder Inseln durch, ohne ein Problem zu verursachen. Das wäre sicher noch ein Wunsch. Der Lane Assist selber, der ist mir auch ein bisschen zu heikel eingestellt. Ich sehe oftmals diese orange Kurve und das Fahrzeug sagt dann so quasi, halten Sie die Spur, wo ich dann definitiv in der Mitte der Spur fahre. Dort schätze ich, dass das auch mit einem Software-Update behoben werden kann. Auf der Kurzstrecke ist der Verbrauch tendenziell ein bisschen zu hoch. Auch jetzt mit der Wärmepumpe drin sollte da mehr drin liegen. Da hoffe ich auf ein Update, wo dann die Wärmepumpe Effizienz bringt. Und sonst bei der Software muss ich sagen, die Navigation, eben diese Sprachsteuerung im Allgemeinen, nicht mal die Navigation. Die Sprachsteuerung, die wünsche ich mir noch ein bisschen intuitiver. Das tun auch andere. Das Problem dort ist natürlich, dass man vom Google Assistant dermaßen verwöhnt ist, dass man das Gefühl hat, dass man dem Sprachassistenten alles sagen kann und er soll dann selbst herausfinden, wie das funktioniert. Wäre schön. Ich selbst benutze das ab und an und es funktioniert soweit, aber eben ein bisschen mehr intuitiver dürfte das schon sein. Die Geschwindigkeit der Software allgemein ist okay, das muss man sagen. Es gibt eben keine Lags oder keine Totalabstürze oder was auch immer. Dort ist natürlich auch das Problem, dass man von neueren Handys dermaßen verwöhnt ist. Die funktionieren so schnell, wenn man drückt, da hat man das Gefühl, dass das im Auto dann auch der Fall sein soll. Dort einfach halt zum Sagen, auch der Touchscreen selbst, der funktioniert super responsive. Und der Touchscreen selbst hat natürlich andere Anforderungen, als das ein Handy hat. Also der Touchscreen, der muss auch bei minus 5 Grad noch funktionieren. Beim Handy kommt dann irgendwann, ist mir zu kalt, ich mache gar nichts mehr. Und trotzdem wünsche ich mir, dass da noch etwas gemacht wird. Die Slider am Infotainment-System, die sind ja nicht beleuchtet. Das wäre schön, wenn, aber ist jetzt kein Killer. Aber dort würde ich mir wünschen, dass es in zukünftigen Modellen dann vielleicht beleuchtet ist, dass es auch in Tunnels oder dunklen Situationen, wenn man morgen startet, diese Klima- und Volumensteuerung möglich ist. Sonst muss ich sagen, die Assistenten, die überzeugen mich auf ganzer Linie, die tun, was sie sollen und die machen die Fahrt definitiv sicherer. Die Fahrzeugleistung, die stimmt. Dort würde ich mir einfach wünschen, dass die Maximalleistung unter 88% SOC anlegen oder anliegen würden. Sei das auch nur 75% oder vielleicht 70%. Da habe ich keinen Hintergrund, wieso das erst bei 88% der Fall sein soll. Ist ja ein 82 Kilowatt oder 77 Kilowatt netto Akku und das ist doch mehr als genug Energie, um diese knapp 300 PS zu liefern. Das würde ich mir sonst noch wünschen und bei der Software selbst, da müssen wir nicht diskutieren. Da gibt es das eine oder andere, das man besser machen kann, aber das wird dann von VE sicher nachgereicht irgendwann oder zumindest verbessert. Die Helligkeiten, die Steuerung alles zusammen, die Beleuchtung, da gibt's gar nichts zu reklamieren, also da wünsche ich mir nichts dazu. Das funktioniert, wie es tut. Das Auto heizt super schnell auf, wenn man es von Remote aufheizt oder auch kühlt. Das funktioniert tiptop schnell und der Rest vom Fahrzeug, da bin ich wirklich mehr als zufrieden damit. Ja, das soll schon gewesen sein. Unser Fazit nach diesen 5 Monaten VEID4 GTX fahren. Durchwegs zufrieden, würde ich sagen. Keine größeren Punkte, die ich jetzt da bemängeln würde. Und ich würde das Auto unvermittelt in der gleichen Ausstattung wieder kaufen und kann das jedem empfehlen. Und würde sagen, macht eine Probefahrt mit dem Auto, das ihr euch aussucht.
und findet selbst heraus, ob das Fahrzeug euren Ansprüchen entspricht. Herzlichen Dank fürs Videoschauen. Vergesst nicht, das Kanalabo hat nichts mit YouTube Premium zu tun und folgt uns auf den sozialen Medien. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.